So, auch hallo Freunde der Spielkultur auf YouTube jetzt. Wir sind in Factorio und ich bin mal relativ fit. Wir haben letztes Mal die Produktion ein bisschen, beziehungsweise ich glaube, ich war sogar schon offline und habe ja noch so ein paar Produktionsgeschichten gemacht mit diesen einfachen Produktivitätsmodule der Stufe 1, um ja ein bisschen mehr Öl rauszuholen, beziehungsweise die Produktion wird ja langsamer, zum Beispiel beim Petroleum aufspalten, aber dafür können wir mehr rausholen. Ist halt nur doof, dass wir dadurch zum Beispiel oben, um Öl einzusparen, das auch gemacht haben. Ja, und dadurch geht natürlich hier auch die Produktion ein bisschen runter. Ich werde mal eben, beziehungsweise das Tempo der Produktion geht runter. An sich produzieren wir ja mehr aus der gleichen Menge. Und wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch zwei Ölraffinerien, damit hier wieder alle drei Kupfer produzieren. Weil die sind mir gerade alle ein bisschen zu langsam. Oh, ich habe die an der falschen Ecke anzapfen lassen. Nee, wir produzieren einfach zu wenig Petroleum. Da muss mehr Druck drauf. Aber lass uns mal eben kurz hier die Module mitnehmen. Das hat mich, glaube ich, letztes Mal an der Stelle genau aufgehört. Als wir irgendwie mitten in der Nacht hatten. Da wollte ich mich gerade hier oben die Ölproduktion anziehen. So, haben wir noch irgendwo, da hatten wir noch kleine Ölplattformen, da unten haben wir noch ein bisschen Öl, hier haben wir Öl angezapft. Eigentlich ganz schrecklich alles, wie es aufgebaut ist, aber ist auch egal, ich will nur die Rakete noch bauen. Die übrigens im Moment aber in einem Status von, wo haben wir den Schlawiner, hier, von 32% ist, sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Was ist denn, wenn ich hier Module reinsetze? Produktivität könnte ja nicht verkehrt sein. Hier sind die einfachen Geschwindigkeitsmodule jetzt drin. Hier produzieren wir rote Platten. Ich muss jetzt gerade meine eigene Fabrik nochmal kennenlernen. Aber es passt schon. Also Commander Thor, danke für die Information über Stellaris, aber das Spiel verfolge ich glaube ich schon seit einem halben Jahr. So, Ölraffinerien. Ach, das wird echt ein Akt. Vielleicht sollte ich die lieber auf die andere Seite setzen. Oder ich mache hier unten Platz. Ach komm, ich setze die auf die andere Seite. Ich habe so viel Platz. Da kann ich die auch hier hinsetzen. Und dann schicken wir das Öl irgendwie darüber. Den kleinen Weg kriegen wir auch noch hin. Und Wasser können wir hier unten abzapfen. Haben wir noch eine Pumpe? Kann ich auch eben bauen. Wo ist denn das Offshore-Ding? Da. Ist ja kein Vollpfosten, der hier gerettet wird. Wahrscheinlich bin ich irgendwie der wahre Imperator von irgendeinem großen Völkchen, was jetzt irgendwo wirklich nur noch darauf wartet, dass ich zurückkomme. Ist also alles schon richtig, wie das hier läuft. Forsch ruhig weiter. Vielleicht gibt es ein Achievement für alle Forschungen. Obwohl ich glaube, es gibt gar keine Achievements im Spiel, oder? Was eigentlich sehr schade ist, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ich jetzt schon hier investiert habe. So, dann war das Wasser schon mal.
Genau, versorgt mal beide Raffinerien schon mal mit Strom. Und wenn wir nach oben legen, dann müssten wir hier durch den, bei dem Tank lang. So. Das Verbindungsstück, das ist ja schon am Produzieren sofort. Weiß aber noch gar nicht, wohin mit seinem wundervollen Zeug. So, setz mal eben die zwei Produktionsteile dahin. Und jetzt produziert dann, wo bringt er das hin? Nirgendwo hin, oder? Ja, da ist er nämlich voll. Wie das von der Zeit her ist mit dem Günner etc. wegen Warhammer, das kann ich euch noch überhaupt nicht sagen. Weil Günner aktuell sehr wenig Zeit hat. Und ich denke, ihr wisst auch alle warum. Weil er seinen Thronfolger hat, der eines Tages die Macht übernehmen wird auf YouTube. So, ich schließe den einfach mal an den an. Dann sollten da auch alle verbunden sein. Da pumpt ja schon 2,7 Petroleumdruck rein. Moment einmal. Warum ist denn hier Leichtöl in der Leitung zwischendurch? Deshalb habe ich solche Probleme, aber wo kommt das Leichtöl gerade her? Das macht doch gar keinen Sinn. Die sind da nicht verbunden. Petroleum hängt hier voll. Dann hing wahrscheinlich die ganze Zeit das Leichtöl da drin. Und das hat mir die ganze Zeit die Produktion hier kaputt gemacht. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum klappt das denn alles gerade hier nicht mehr? Scheiße. Wir müssten, glaube ich, irgendwo noch die Verbindungsstücke haben. Ich habe auf jeden Fall irgendwo ein Lager dafür gebaut gehabt. Moment, ich muss mal an der Ecke, wo vielleicht ein bisschen angeliefert werden kann. Da kommt schon mal mein Metall. Ich habe Leichtöl an Petroleum angeschlossen oben. Es kam ein unterirdisches Rohr an. Ne, da kommen die anderen gut. Ich guck noch mal oben nach. Namen, Pantherlamm. So, da sind wir eine 50. Ne, hier haben wir Leichtöl. Das geht rüber auf den. Ach, scheiße. Geht ja.
Moment, doch. Ach, der läuft dann auf den aus, ja. Das Spiel hat mich gehoaxt ein bisschen. Weil die Verbindung nicht funktionieren kann. Weil er auf derselben Höhe dann wäre mit dem unten durch. Und dann hat er nämlich angefangen, die Verbindung mit der Verbindung zu mischen. Also hatten wir eigentlich gerade ganz anders. Wir haben nämlich Leichtöl mit Schweröl vermischt. Aus Versehen. Also kam das andere Leichtöl ganz woanders her. Ah nee, das Petroleum. Das war auch irgendwie falsch. Wir müssen ihn dann auch einen weiter runterziehen, damit die sich nicht vermischen, ja. Alles auf einer anderen Ebene. So, jetzt aber. Nochmal kurz den dicht, da war nämlich noch Petroleum drin. Ich meinte Leichtöl und jetzt ist das alles, glaube ich, richtig. So, dann fließt der hier rein. Nein, das ist auch noch falsch. Hier war mehr als eine Sache falsch gerade. So müssen wir den anschließen. So, der auf Leichtöl, da ist das Schweröl. Petroleum geht rüber und dann hier unten in die Hauptleitung. Hauptleitung hier runter, dann geht das auch hier weiter, 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 weiter. Hier ist noch eine Verbindung und hier habe ich gerade aufgehört weiterzubauen. Alles klar. Leichtöl war noch verbunden. Übrigens haben wir immer noch das Problem, dass alles so ein bisschen versetzt ist von der Zeit. Das hat damit zu tun, ich habe heute Elgato angeschrieben wegen meiner Recording-Box. Ich benutze jetzt gerade die alte, deshalb ist das Bild immer so ein bisschen nachgezogen zu dem meinen Reaktionen an sich. Wacke ich gerade mit den Händen. Jetzt kann ich zum Beispiel die Maus gerade steuern. Jetzt wacke ich mit den Händen. Ihr seht, oh mein Gott, die Maus steuert von ganz alleine. Und das ist halt der Delay vom Hintergrund. Liegt leider daran, dass ich die alte Elgato-Box jetzt benutze. So, das sieht doch besser aus vom Petroleum jetzt. Obwohl, der baut direkt wieder ab, ne? Kann man gar nicht so sagen. Er produziert und produziert. Naja, passt schon. So, ist das schon mal geklärt. Prozent. Und nun warte ich auf, dass alles besser wird. Da sind nur Produktivität 1 Module. Ich, man könnte auch 2 erbauen und dann geht das alles ein bisschen besser, aber hab halt gerade nur die 1er. Umweltverschmutzung plus 120%. So. Ich überlege, ob ich irgendeine Möglichkeit habe, noch mehr Kupfer zu produzieren.
Nur will ich nach rechts erweitern. Vielleicht kriegen wir sogar noch zwei Fabriken dazwischen. Das wäre eigentlich ganz cool. Das wird die Leitung aber nicht mehr hergeben. Da müssen wir noch mehr Ölquellen irgendwo holen. Obwohl es liegt glaube ich gerade nicht an der Ölquelle. Liegt eher daran, dass wir nicht genug Petroleum aus denen rausholen können. Egal, genau. Setz mal eben die beiden. Was gibt's? Festbrennstoff aus Petroleum, ist ja Blödsinn. Schweröl in Leichtöl aufspalten und Leichtöl in Petroleum aufspalten. Finde ich alles doof. Ach Kacke, wisst ihr, wo der hingeht? Der geht nach da oben in die Leitung. Die pumpen ja nicht mal in die Lagerhaltung rein, sondern die pumpen die Teile direkt eigentlich in den Produktionsprozess. Ich muss Öl holen, ich muss irgendwoher noch Öl holen. Das ist echt scheiße. So, den trenne ich mal eben kurz ab. Dann pumpen die von da unten immer in das Lager hier rein und dann holen wir den hier ganz normal aus den Lagerreserven. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ihr eine eigene Leitung braucht. Ich weiß, ich habe die Kupferproduktion gerade eingestellt. Was sagt der Ölstand? Tja, im Moment noch relativ konstant. Der wird aber auch fallen. Wo geht der denn hin? Ach ja, das ist der, der hier unten hinlief, läuft. Ich muss auch eigentlich nicht alle besetzen, ne? Also hier diese Verbindungsstücke. Da reicht auch wenn ich einen Ausgang besetze und nicht beide. Ist auch irgendwie komisch, dass man sich eigentlich gar nicht mehr darum kümmern muss, was passiert mit den ganzen Verteidigungen, weil ich habe mich da so zugemauert, dass man irgendwie total entspannt. So, jetzt aber.
das wundervoll. Es kann einer produzieren. du kannst mal eben kurz weg. Können wir über den noch den zweiten befeuern. Den dritten auch noch. So, die zwei müssen aber anders angeschlossen werden. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass die Flüssigkeit mich auch ein bisschen verarschen wollen. Und nicht so fließen, wie man sich das wünscht. Naja, es sieht gerade gut aus, aber die fallen gleich wieder zurück von der Produktion. So, was sollten wir am besten tun? Wir sollten jetzt erstmal nochmal ein bisschen Energie aufbauen. Dann als nächstes werden wir, ja, noch ein bisschen Rohöl suchen. Oder wenigstens Produktivpacks in die anderen reinknallen. Dann können wir nochmal von der billigen Rohölfabrik, die eigentlich schon am Ende ist, das noch ein bisschen hochpumpen. So, dass wir so einen kleinen Benefit haben. Tja, und dann hoffen wir einfach das Beste mal daraus zu bekommen. Ich hoffe, wir haben genug Solarplatten. Ich habe irgendwie ein paar hundert auf Lager. Nicht vergessen, das Schweröl anzuschließen. Wir haben das Schweröl an sich selbst angeschlossen. Und, wo ist das Problem? Verdammte Kacke immer mit den ganzen Ölscheißen hier. So, da unten ist ja, dann geht der da runter weiter. Dann geht er von hier dahin, da runter. Da ist die nächste unterirdische Verbindung. Wäre übrigens geil, wenn man die unterirdischen Verbindungen anzeigen könnte. Irgendwie mit einer gestrichelten Linie auch hier. Dann wird der hier in die Tanks reinlaufen im Optimalfall. Prozent. Es geht langsam aber sicher weiter. Wir machen jetzt eigentlich nur Optimierungsmaßnahmen.